Schüler der Dorfackerschule Tübingen haben mit Vertretern des Landkreises in ihrem Schulgarten eine Wildbienen-Nisthilfe aufgestellt. Die Aktion ist Teil des Projekts Artenschutz am Haus. Damit möchte der Landkreis Tübingen nicht nur informieren und sensibilisieren, sondern vor allem Möglichkeiten aufzeigen, wie sich Konflikte mit dem Artenschutz vermeiden lassen. Hintergrund ist das Problem, dass beim Neubau und der Sanierung von Gebäuden der Naturschutz oftmals eine untergeordnete Rolle spielt und so der Lebensraum vieler Tiere verloren geht.